Da sind wir wieder bei Resident Evil Zero im Keller. Ich habe mir ein bisschen mal die Klamotten gewechselt. Denn ich musste unbedingt das Jill Sandwich T-Shirt anziehen. Ich finde das richtig lustig. Jill Sandwich. Ja, ist ein Insider. Kann man kennen aus Resident Evil 1. Die hervorragenden, kultigen Dialoge. Jetzt gucken wir mal, was wir gegen die Affen machen können, falls wir was gegen die machen können. Das sieht schlecht aus. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich die treffe. Und wir sind tot. Das ging schnell. Aber immerhin haben wir was getan. Jetzt werden wir wahrscheinlich... Ja, ich werde jetzt mal laden einfach müssen. Spiel laden. Wir dürfen uns da auf jeden Fall nicht einengen lassen, weil das ist gar nicht gut, wie man gesehen hat. Die sind ziemlich flink. Und ich glaube, ich habe keinen einzigen von denen getroffen. Das ist voll scheiße gewesen, ne? K2, was auch immer das heißen soll. Wenn wir das hier schaffen könnten, ohne verletzt zu werden, wäre es eigentlich relativ gut. Aber ich sehe da gerade. Okay. Keine gute Möglichkeit. Ja, jetzt haben sie wieder die alten Sachen an. Das muss ich mal davor machen. Ich lege das nochmal kurz ab. Ich ablegen, austauschen. So, du kümmerst dich drum. Ich habe die Pistole. Was kann ich machen? Ich kann nur versuchen, die abzuhauen. Mehr kann ich nicht machen. Ich kann tiefer mit ihm in den Keller gehen. Das kann ich. Das schaffe ich auch. Ohne zu kämpfen. So, das, wie gesagt, das schaffe ich. Das ist nicht so schwer, hier hinzukommen. Alles andere ist nur wahnsinnig schwer. Okay. Die Spinnviecher kriege ich mit diesen Brandgranaten eigentlich relativ gut fertig. Ach, da sind zwei. Das ist blöd, man sieht die einfach schlecht durch die Kamera. Da bin ich echt gespannt, was sie mit Resident Evil 2 machen, wenn sie das neu auflegen. Burn. Du Vieh. Statt wieder rauszukommen, gehen wir immer hier nur tiefer rein. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben hier zwei Räumchen. Hier ist einer, der ist zu. Schauen wir mal nach. Ich denke mal, dass Rebecca da ja einigermaßen safe drin sein sollte. Sieht aus wie Abwasser aus dem Werk. Das Wasser fließt durch die Dunkelheit. Das Problem ist, ich will gegen die überhaupt nicht kämpfen. Wir können da auch nirgendwo durch oder sowas. Das ist ein Gegenstand, den würde ich gerne haben, mehr nicht. Sind das... Wie viele sind das? Drei? Oder fressen die einfach nur ihren Artgenossen? Wow. Ah, der Schrankschlüssel mitnehmen, ja. Auf jeden Fall. Oh, Gott sei Dank, das hat funktioniert. Jesus Maria im Himmel, ich hoffe, das kommt nie wieder vor. Terrifying war das.
Das Einzige, was mich da oben stört, sind halt die Affen. Und die sind wirklich hart. Wo geht's denn jetzt hier lang? Wir kommen... Okay, ich weiß gar nicht, ob ich da hin möchte. Ich weiß nicht mal, ob ich hier hin möchte. Ich möchte eigentlich überhaupt hier nirgendwo sein. Ach, Munition. Ja. Diese Waffen wurden auseinandergenommen. Überall liegen Einzelteile und Schießpulver herum. Diese Waffen scheinen schrottreif zu sein. Sie sehen ziemlich ramponiert aus. So ein Quatsch. Die sind noch gut. Da ist was. Magnum-Munition. Na, kann ich leider nicht... Also könnte ich schon mitnehmen, aber bringt mir gerade nichts. Verschlossen. Verwenden. Gut, dass wir einen Schrankschlüssel hier gefunden haben. Und da, was ist da drin? Sieh an, sieh an. Ein Duralumin? Was? Duralumin-Koffer. Aha. Mehr nicht. Hier gibt es sonst nichts. Mist. Schrotflinte ist am Arsch der Welt. Ist alles nur weit weg hier. Hier ist ein Bedienfeld. Knopf drücken, nicht anfassen. Ich denke mal, dass hier auch tatsächlich die Magnum drin ist. Untersuchen wir mal das Ganze. Zoomen wir mal hier ran. Da ist ein Kombinationsschloss. Mit einem Kombinationsschloss gesichert. Bei genauem Hinsehen sieht man die Zahlen in der Ecke. Ah, 583. Na dann. Was sag ich da? 5-3. Was habe ich gesagt? So rum. 5-3, weiß ich. Keine Ahnung. Sorry. Irgendwie. Da ist etwas drin. Oh, Pistolenzubehör mitgenommen. Cool. Ich wusste gar nicht, dass es hier sowas gibt. Was macht es denn? Ein Zubehörset mit Zielfernrohr und Zielfernrohraufsatz. Bei Befestigung an einer Waffe wird die Zielgenauigkeit erhöht. Entschuldigung. Pistolenzubehör. Auf die Pistole drauf. Mein Prachtstück. Sehr geil. Versuchen. Können wir das eigentlich jederzeit auch wieder abnehmen? Eine Spezialpistole, die für mehr Präzision mit einem Zielfernrohr versehen ist. Dadurch ist es einfach, den Schwachpunkt eines Ziels zu treffen. Oh, das ist geil. Das ist sehr geil. Das freut mich gerade sehr. Vor allem, wenn wir dadurch die Viecher leichter ausschalten können. Wir müssen zurück. Wir müssen eigentlich ganz zurück. Oh Gott, da sind Säuregranaten, glaube ich. Gelb war Säure. Hier gibt es so viel Zeug und wir können nichts damit machen. Was wir machen können, ist, da das sowieso leer ist, das können wir ablegen. Ja, drücken wir mal den linken Knopf. Ich weiß, wir müssen das dann zu zweit machen. So, jetzt habe ich das abgelegt und Säuregranaten gefunden. So. Dafür hat es sich gelohnt. Vorerst. Aber hier ist sonst alles zu. Wir müssen da auf jeden Fall rein. Das ist... was heißt, wir müssen auf jeden Fall... Weiß ich nicht, ob wir da auf jeden Fall rein müssen. Jetzt muss ich das doch wieder aufnehmen.
Na, komm. Hallo. Bla. So. Sehr schön. Ja. Ob wir es unbeschadet zu der guten Rebecca schaffen, weiß ich nicht. Ich nehme mal trotzdem die Sachen hier mit, wie Gewehrmunition. Diese Waffe ist anscheinend in Reparatur. Ein Teil fehlt, daher ist sie nutzlos. Und Magnum-Munition. Ich wünschte mir echt, ich hätte hier noch einen Slot frei. Scheinbar will Billy auch in diesem Outfit hier bleiben. Die Affen müssen wir töten. Das ist, ich weiß gar nicht, ob wir an denen sonst vorbeikommen, weil... Damn those damn apes. Was war das? Ausrüsten. Geil, Magnum-Munition. Ein Schuss. Der ist für uns wahrscheinlich. Okay, wir haben diese Schritte verursacht. Jetzt wird's spannend. Mit Säure gegen Affen. Verdammte Rage-Affen hier aus 28 Days Later. Ja. Nein, lasst mich. Wie unfair ist das denn? Weißt du... Boah, du kommst nicht zum Schießen. Wow. Voll die Scheiße. Hallo, Rebecca. Ich bin fast tot. Ich muss eine Sache versuchen. Weil sie gerade jetzt mehr Leben hat. Ob ich vielleicht mit ihr das schaffe. Einen Schuss abzugeben. Du wartest hier, Billy. Du hast genug getan. Dich aufgeopfert. Fast draufgegangen. Für nichts. Quasi fast... Schieß! Bitte schieß! Ich sehe die nicht. Okay, noch hat sie Warnung. Oh, sind sie tot? Die sind tot. Vorerst. So. Das heißt, du darfst wieder herkommen. Oje, Jesus im Himmel. Achso, wir sind nicht zu nah beieinander. Naja. Ich hoffe hier echt nicht, dass hier mehr Affen auftauchen. Was steht hier eigentlich? 6 Seelen gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen sie die Flamme des Lebens mit den Geistern des der Schwachen. Bein. Und lautlos schleiche ich mich an meine Opfer heran und besiege
mit meinem Gift selbst den mächtigsten aller Könige. Ich glaube, wir müssen das wahrscheinlich in irgendeiner Reihenfolge dann entflammen. Aber, der Aber quasi. Ich habe eine Sache vor, und zwar abgeben, austauschen, ablegen, austauschen. Du kriegst das und Rebecca wird jetzt was ganz Tollkühnes wagen. Sie wird versuchen, Zeug zu holen, hierher. Zeug, was ich brauche. Munition, das Gewehr, solche Sachen. Sachen, damit ich mich sicherer fühle. Ich hoffe, Billy wird dort sicher bleiben. Ah, hier ist noch so ein blaues Herb, ne? Ja, toll. Grün wäre cooler gewesen, aber sei es drum. Na, hallo? Könnte ich... Es ist echt irre schwer, die Sachen aufzusammeln. Ja, verwenden. Wirf's gleich gegen die Wand. Brutzel dich selbst. Okay. Ich weiß, das sind Zombies. Gegen Affen müssen wir theoretisch nicht kämpfen. Doch, gegen einen. Ein Affe ist noch da. Oh, ich... Na, es ärgert mich, dass die Zombies hier immer so krass im Vorteil sind. Oh, shit. Ein Zombie okay, aber 10.000? Nee. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier hoch. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken, ob ich noch eigentlich irgendwas hier rumliegen habe. Ja, hier sind die zwei Benzinkanister. Ah, das Messer und noch eine Schrotflinte. Aber deswegen bin ich ja nicht hier. Ich bin hier, weil ich einerseits Farbband haben möchte. Und andererseits ich den einen Zombie töten möchte, um an die Gewehrmunition ranzukommen. Und eventuell ist da noch was. Und den einen Zombie, den sollte ich schaffen. Den anderen, bei dem anderen wurde der Kopf zertreten, aber den sollte ich schaffen. Yep, den sollte ich schaffen. Holy. Da gehen wir nicht rein, wir gucken uns aber hier nochmal um. Vielleicht finden wir hier noch was, außer Gewehrmunition. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ja, die nehme ich mit. Auf dem Monitor ist zurzeit nichts zu sehen. Schwarzbild. Ein Bett ist voller brauner Flecken. Bäh, schwer zu sagen, ob es Schmutz oder Blut ist. Oder Fäkalien. Es könnten auch Fäkalien sein. Vielleicht hat sich da jemand eingeschissen in dem Bett. Ich werde auf jeden Fall nicht da durch die Tür gehen. Da gab es auch gar nichts außer gierige, wahnsinnige Affen. Sie können den Schrank nicht öffnen. Die Tür ist beschädigt. Ja, Benzinkanister, da nehme ich auch mit. Wie viel Platz haben wir noch im Inventar? Nichts mehr. Das ist nicht so geil. Aber, und das ist wichtig, wir können ja hier kurz zurückrennen. Also da ist ein Affe. Gegen den muss ich noch kämpfen. Gegen den werde ich auch kämpfen. Ich werde nur noch einen Benzinkanister da oben ablegen. Und dann schauen wir mal, wie wir das bewerkstelligen. Ich hoffe sehr, dass die Zombies uns da nicht krass zusetzen. Ablegen. Ja. Ausrüsten.
Gegen den Affen werden wir das hier einsetzen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, der Affe ist nicht schneller als wir. Das werde ich noch in dieser Folge versuchen. Weil diese Biester, die sind wahnsinnig flink. Das nervt sogar schon ein bisschen. Und ich hoffe, wir haben... Ja doch, da ist Farbband. Wir haben es ja extra abgelegt. So, jetzt kommt der Moment der Entscheidung. Affe gegen Mensch. Wer wird den Kampf gewinnen? Oder die Waldfee, komm schon. Nein, geh weg. Nicht töten. Nicht töten. Bitte nicht töten. Ey, ich hasse dich, du dreckiger Affe. Geil. Voll viel gebracht. Dreckiger Affe. Ja, wir kommen wieder auf dem kritischen Status. Ich glaube, das werden wir so durchgehend so machen. Wieso dürfen wir denn nicht immer zuerst schießen? Ne? Das ist lästig. Ja, was soll's. Ja, nehmen wir mit. Laden wir auch gleich mal ein. Voll auf. Hier kombinieren wir. Zack, Gewehr aufgeladen. Aufgeladen vor allem. Und wir nehmen mit. Ja. Ich nehme es gerade nur mit, weil wir es tragen können. Ansonsten würde ich es wahrscheinlich gar nicht mitnehmen. Farbband mitnehmen, ja. Und ich werde wahrscheinlich dann... Ja, oben in der Haupthalle speichern müssen. Es ist ein bisschen ärgerlich, wenn es dann doch nicht so reibungslos funktioniert, wie man gerne hätte. Weil dieser kritische Status ist halt scheiße einfach. So, das blaue Kraut brauche ich nicht zwangsweise. So. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben... In der Handlung sind wir wahrscheinlich nicht unbedingt sehr weit gekommen, aber wir haben jetzt was erreicht. Und in der nächsten Folge versuchen wir uns dann in ein paar Rätseln, so, und schauen mal, wie weit es uns bringt. Danke fürs Einschalten und bis dann. Cheerio!